Wenn ich ihn Klavier spielen höre, muss ich Ihnen ehrlich sagen, werde ich immer ganz neidisch. Er beherrscht die Tastaturen aus dem FF. Freuen Sie sich auf einen ganz exzellenten Musiker, Wolfgang Zerbin. Hallo Herr Zerbin, herzlich willkommen in der Stunde des Höchsten. Ja, guten Tag, morning. Ich würde Sie gerne fragen, was ist denn so Ihr Verhältnis zu Ihrem Instrument? Das ist ja so Ihr Beruf, tagtäglich am Flügel, am Klavier zu sitzen. Was haben Sie da für ein Verhältnis zum Instrument? Das ist, also ich würde gar nicht sagen, es ist nur das Verhältnis zum Instrument, das ist das Verhältnis zur Musik. Ich bin ja auch in dem, was ich tue, eigentlich nicht nur an den Tasten, sondern im Grunde mache ich da ganz unterschiedliche Dinge. Und das Verhältnis zur Musik ist, ich würde sagen, einfach ein sehr, sehr herzliches und emotionales und inniges, weil es ist meine Sprache, so würde ich es sagen. Mhm. Ist es sowas wie Muttersprache? Wurde Ihnen die Musik mit in die Wiege gelegt? Oder wie ging das los? Wie haben Sie das entdeckt, dass Musik Ihre Welt ist? Also ich wurde relativ früh wurde ich gefördert mit Musikunterricht. Ich habe mit 6 oder 7 Jahren habe ich Klavierunterricht angefangen und dann auch irgendwann angefangen, Geige zu spielen. Und insofern war es eben schon früh in meiner Kindheit so, dass dann die Musik eine Rolle spielte. Wie viel davon dann schon in die Gene gelegt ist, das vermag ich schwierig zu sagen. Aber es spielt mit Sicherheit auch eine Rolle, denke ich. Jetzt sind Sie vor allem. Ich bin jetzt aber nicht, um das noch zu sagen, ich bin jetzt nicht in einer klassischen Musikerfamilie groß geworden. Mhm. Es gibt ja auch Musiker, die sagen, ja, ne, also Vater und Mutter waren schon Musiker und deswegen war das quasi schon vorgezeichnet. Mhm. So war es eigentlich nicht, sondern ich habe auch noch 2 Geschwister, wir sind alle 3 musikalisch gefördert worden. Mhm. Aber ich bin eigentlich der Einzige, der es dann eben zum Beruf gemacht hat.